Bachelor of Business Administration, MBA, Fernstudium. Viele Studierende, insbesondere berufstätige Studierende, die auch Betreuungsverpflichtungen haben, wünschen sich, ihre berufliche Position durch einen Master of Business Administration zu verbessern. Zwei Gründe sprechen in der Regel dagegen, neben Beruf und Familie zu studieren. Einmal, ich habe keine Zeit, und zum Zweiten, ich habe kein Geld. Die ASAS hat hier ein entsprechendes Angebot gemacht, das beide Problembereiche berührt. Erstens, ich habe keine Zeit. ASAS ist ein führender Fernlehranbieter. Das heißt, die Studien können völlig zeit- und ortsunabhängig von zu Hause aus absolviert werden, auch in den Prüfungen. Zweitens, ich habe kein Geld. Das bedeutet, dass das ASAS Studienservice auch berät, wie ich die Studiengebühren, die interessanterweise auch Preisführer ist, ASAS in Österreich, können in Raten bezahlt werden, können auf monatliche Raten abgedeckt werden und können auch im Rahmen der Einkommensteuer oder der Arbeitnehmerveranlagung abgesetzt werden. Auch Fördermöglichkeiten gibt es in einzelnen Bundesländern, über die das ASAS-Team gerne berät. Was kann ich jetzt im MBA alles lernen? Was macht den Inhalt aus? Alle ASAS MBA-Programme erfüllen ein Basisstudium, in dem 5 Module abgeleistet werden, die MBA-Guidelines erfüllen. Marketing, Einführung in ökonomische Grundlagen, Einführung in rechtliche Grundlagen, IT-Grundlagen, natürlich auch das ganz wichtige wissenschaftliche Arbeiten, mit dem man sich auf die Masterarbeit schon entsprechend vorbereiten kann. Im Mittelteil, dem sogenannten Vertiefungsstudium, können jetzt 10 Vertiefungen gewählt werden, die vom Immobilienmanagement bis zur Unternehmensführung reichen, aber auch spannende Ausbildungsprogramme wie Mediation oder Training und Coaching abdecken. Wie gesagt, alles in Fernlehre möglich, ausgenommen der MBA Mediation und der MBA Coaching Training, weil hier auch Praxiserfordernisse durch Zusatzmodule im Rahmen des Studiums abgeleistet werden können. Der akademische Grad der ASAS wird durch die Fachhochschule Burgenland verliehen. Die Fachhochschule Burgenland ist die älteste Fachhochschule Österreichs und die erste, die von der Austria Quality Agentur auch wieder reakkreditiert wurde.